Dieses Video wird präsentiert von G2A. Kauft Codes, Games und Keys bei meinem Sponsor mit Cashback Code Scorpion gibt's noch 3%. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Freunde. Ja, wir sind heute mal ein bisschen in Fortnite unterwegs und nein, keine Sorge, Leute, ich werde jetzt das Road to Commander nicht abbrechen. Ja, also vielleicht haben sich beim Titel einige schon Sorgen gemacht, aber nein, ganz ruhig, Leute, das Road to Commander wird weitergehen. Ich wollte einfach mal erzählen, warum ich jetzt seit, ja, fast 5 Monaten, oder? Sind es über 5 Monate? Am Titel wird stehen auf jeden Fall, wie lange ich kein Fortnite mehr gespielt habe. Und warum ich das gemacht habe und warum ich jetzt wieder neue Motivation bekommen habe. Und wie gesagt, Leute, es wird auf jeden Fall nicht das Road to Commander abgebrochen, damit das mal ganz klar ist, damit hier keiner Angst haben muss. Das ziehe ich auf jeden Fall durch, weil da sehe ich auch nicht ein, das irgendwie nicht durchzuziehen. Genau, Leute. Also, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ich erzähle kurz mal die Story. Warte. Ja, es geht langsam. Okay. Erzähle ich jetzt mal die Story, Freunde. Und zwar, letzten Sommer habe ich ziemlich heftig gesuchtet, also ziemlich heftig, also Fortnite war schon ziemlich, ja, hart im Suchtmodus und das Ding ist irgendwie, aha, ist das jetzt gedreht oder, ah ja, okay, und das Ding ist, Leute, dann kam Black Ops 4 und Black Ops 4 hat mein Stream-Game, sage ich jetzt mal, komplett zerstört, weil es einfach quasi für mich zu, ja, wie soll ich sagen, es war zu anstrengend zum Streamen. Ich finde COD-Stream ist einfach, hör auf zu fliegen, ist einfach nicht so das Wahre, ich weiß nicht wieso, ich bin einfach nicht so der, ja, ich weiß nicht, COD-Stream, da gibt es so viel Abfuck-Sachen, allein dieses Lobby-Suchen, das hast du bei Fortnite halt zum Beispiel nicht. Und die Sache ist, ich habe jetzt halt die ganze Zeit so überlegt, okay, ich habe eigentlich wieder Bock auf Fortnite und woran liegt das? An Season 8, Leute, es ist einfach zu, wirklich zu krass, finde ich, was die aus dem Game rausgeholt haben. Ich habe gestern auch ein bisschen gespielt, ich kann euch nebenbei mal so ein paar lustige Szenen aus der einen Runde. Ich habe mit Sweezy so ein Kill-Duell gemacht. Und da haben wir quasi so ein bisschen uns quasi abgesprochen, gesagt, wer jetzt mehr Kills macht, der, das ist jetzt leider in dieser hässlichen Ansicht, dieser Kinomodus-Ansicht, wer mehr Kills macht, der hat gewonnen quasi. Das war ganz lustig gestern, weil Sweezy ist auch wieder ganz gut am Suchen. Und ja, ihr seht vielleicht schon, ich habe also beim Bauen zumindest nichts verlernt, allein das ist schon mal ganz gut. Also ich, ja, ich kann dieses ganze Zeug hier noch, ich meine, meine 90s sind nicht so clean, aber es geht schon einigermaßen. Und zwar das ist das, was ich neu gelernt habe. Und zwar habe ich gestern endlich diese Motivation gehabt, mal neue Keybinds zu verwenden. Also ihr habt es vielleicht gesehen, dass ich jetzt schnell editieren kann. Einfach, weil ich gucke mir so gerne Fortnite-Videos an und es fuckt einfach, guck mal, das ist jetzt Todesschock, so, genau. Es ist halt so, ich muss es halt noch voll lernen, ich habe es noch gar nicht drin, also seid mir da auf jeden Fall nicht böse, dass ich jetzt noch nicht so gut drauf habe. Aber es ist halt so, ich liebe halt diese Videos, wo die gut editen können und ich habe die ganze Zeit dieses Editen hier noch gemacht. Ne, dieses, wo man halt quasi kurz warten muss. Und jetzt habe ich einen Keybind gemacht, der ziemlich einfach ist, wie ich finde. Und zwar habe ich nicht irgendwie auf Viereck bearbeiten, ich habe bearbeiten einfach nur auf das rechte Steuerkreuz getan, weil ich brauchte nicht, was da vorher war. Und jetzt habe ich einfach das rechte Steuerkreuz mit diesem dritten Paddle, ich habe jetzt ein drittes Paddle an meinem Scuff, habe ich jetzt verbunden. Und das heißt, jetzt kann ich einfach ganz, ganz entspannt auf diesem Knopf editieren. Also das ist doch mal super angenehm, oder? Was würdet ihr sagen? Also das hat doch auf jeden Fall was, oder? Jetzt kann ich ganz entspannt so editieren und habe sonst gar keine Nachteile. Ich muss nicht automatisch Sprinten anschalten, weil das wollte ich nämlich nicht. Weil das Problem ist, was ich mit automatisch Sprinten habe, das muss ich auch noch üben, hier dieses mit so, wie macht man das denn, das ist die Pyramide, dass man das Dach hier setzt, also und dann so auf, ne? Ja. Weil ich nämlich nicht automatisch Sprinten einschalten will, weil ich es für COD nicht verlernen wollte, wisst ihr, was ich meine, Leute, macht das irgendwie Sinn? Also ich wollte es nicht verlernen und deswegen hatte ich Bock, es weiterhin in Fortnite auch nicht zu spielen, aber ich habe Bock auf Fortnite spielen. Also es werden jetzt nicht jetzt jeden Tag Fortnite-Videos kommen, es, RTC läuft ganz normal weiter, vielleicht kommen hin und wieder mal Doppel-Uploads, wo ich ein bisschen Fortnite auch zeige, das heißt, dann kommt auch jeder auf seine Kosten quasi. Genau, Leute. Aber ansonsten habe ich einfach Bock drauf, ein bisschen ganz dezent zu spielen, einfach weil es mir Spaß macht, Leute. Also, ohne Scheiß jetzt. Ich bin so oft früher gestorben, weil zum Beispiel die Gegner, sei es jetzt, keine Ahnung, ich habe irgendeinen Kampf so ganz knapp überlebt, hatte keine Mats mehr und der nächste musste nur noch eine Kugel auf mich abfeuern, wisst ihr, was ich meine, Leute? Und das passiert seit Season 8 nicht mehr. Es ist einfach so entspannt jetzt geworden, dass du halt auch nur 1500 Mats haben kannst und dafür dann ganz entspannt die Leute einfach quasi, ja,
looten kannst. Die haben immer Mats dabei. Du kriegst immer Leben. Das ist halt so entspannt, Mann. Also ohne Scheiß jetzt. Das muss ich auch noch üben hier so. So. Boah, Digga, das ist mir noch zu schnell. Aber egal, ich bin erst seit gestern wieder drin. Also seit gestern erst. Dafür geht's eigentlich. Ich hätte gedacht, ich habe alles verlernt. Ja, dafür geht's. Auf jeden Fall, genau, das ist halt so diese Sache. Und jetzt ist es halt so, ey, du kriegst eine Belohnung für die Kills. Nicht nur in Form des Kills an sich, sondern du kriegst eine Belohnung auch alleine deswegen, weil du halt Mats bekommst und weil du Leben bekommst. Und das ist halt so super entspannt, wie ich finde. Das muss ich aber noch üben, hier so ein Editing Tower runterzugehen. Muss man halt alles noch üben, Leute, wie gesagt. Aber dafür geht's eigentlich. Dafür, dass ich es noch nie gemacht habe vorgestern. Okay, Leute, wir gehen einfach mal Tilted auf ganz entspannter Basis. Ja, um nochmal die Frage im Titel zu beantworten. Oder ich weiß nicht, ob es genau so im Titel stehen wird, aber auf jeden Fall. Warum habe ich denn kein Fortnite gespielt? Naja, ich glaube, die Frage habe ich schon beantwortet. Warum? Aber warum habe ich zum Beispiel nicht mehr gestreamt damals, ja? Also Black Ops 4 kam raus und ich hatte so das Gefühl, ich müsste jetzt Black Ops 4 um jeden Preis quasi zeigen. Und eigentlich müsste ich einfach nur ein bisschen entspannt sein. Scoped AR, Alter, ich glaub's nicht. Die gibt's auch noch. Versuchen wir mal den Typen da abzusneaken. Ui, das Aim. Okay, nice. Muss ich an die Scoped AR erstmal gewöhnen, ey. Naja, Leute, auf jeden Fall war das dann halt so der Punkt. Und jetzt finde ich das Spiel einfach ein bisschen nicer. Ja, der Typ macht das da safe. Und deswegen hatte ich jetzt Bock einfach, es wieder zu machen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel kommt. Entspannt euch. Immer locker durch die Hose atmen, Leute. Ihr kennt den Spruch. Minis kann man jetzt immer noch nicht trinken, ne? Ist echt belastend. Hätten die vielleicht auch mal ändern können, wenn man jetzt das Leben anders bekommen hat, dass man die Minis dann trinken kann. Aha. Okay. Dann haben wir das so. Die Scope da erst halt echt... nicht so das Geilste. Ich weiß früher, ich kenne den Running Gag noch. Na, da hinten ist doch auf jeden Fall noch ein Typ. Er ist doch auf jeden Fall noch ein Typ. Um dieses Ganze editieren und so, muss ich jetzt erstmal schaffen, überhaupt in mein Game einzubauen. Das ist mir auch noch aufgefallen. Hinter mir ist einer. Unter mir. Mann, nein. Nein, ich war so tot. Ich konnte nichts machen von beiden Seiten. Ja gut, Leute, ihr seht, es ist halt einfach so, ich muss das alles noch voll üben, so, da bin ich halt echt noch überhaupt nicht drin, also, ach komm, wir versuchen noch eine Runde, scheiß drauf, auf lustig. Und ich muss auch ehrlich sagen, das Streaming hat Fortnite für mich auch ein bisschen erschwert, weil, man ist halt dauernd unter Druck, so, ich glaube, man muss das Spiel erst lernen und dann streamen und nicht im Stream lernen. Ich glaube, da sind einfach viel zu viele Leute dann irgendwie so im Besserwisser-Modus unterwegs und was weiß ich und deswegen, okay, wir sind gar nicht ganz alleine. Das nervt halt einfach krass, muss man halt ehrlich sagen. Es nervt halt wirklich, wirklich sehr. So, ich glaube die MP. Wo sind die Gegner gelandet? Mach auf, schnell. Ah, auf Toilette hier ist schon mal eine Kiste, sehr gut. Ah ja. Man müsste ja jetzt eigentlich drauf gehen, einen zu holen, ne? Und dann auf richtig arrogant und dann den Biggie zu trinken. Oder man stirbt dabei und hat komplett verkackt. Aber wir sind ja Legenden, Freunde. Uns juckt es nicht. Shotgun? Alles klar. Shotgun? Na, Kiste. Und Minis. Na. Aka. Ah ja. Ups. Ui. Ja,
Wobei, stimmt, ich kann ja erst den BG trinken und dann, also sorry, das war gerade der Brainlag des Jahrhunderts. Erst BG trinken und dann den Dingens machen. Das war's wirklich komplett. Aha. Ah, nee, stimmt. Ich habe schon wieder die Spaß vergessen, die ich habe. Ich mein. Wie findet ihr die neue Animation, Leute? Hier dieses. Guck mal, wie sie sich gönnt, Alter. Sie liebt es richtig. Oh, hier sind Schüsse. Dann mischen wir uns ein. Safe Core mischen wir uns da ein. Wir machen schon ein paar Mats. Da hinten. Diese ganzen weiblichen Skins, das ist einfach so traurig. Es ist so traurig, wie die Leute am Suchten sind. Irgendeiner tanzt hier drin. Okay, den haben wir schon mal. Aha. Ist noch einer, oder? Nein! Ah, der Anfang war eigentlich ganz nice. Okay, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. War jetzt nichts Besonderes, aber war immerhin mal 2 Kills. Haha, Spaß. Okay, Leute, ich wollte euch eh nur kurz erzählen. Also, haut rein!